begrüßen und euch präsentieren König Mappus Schnappus, das Krokodil. Der sich immer wieder schnappend und beißend so aufführt, wenn er nicht gerade Kreide gefressen hat. Und heute Morgen waren wir schon mit ihm drüben, als die CDU zu ihrer Landesvorstandssitzung zusammengekommen ist. Und wie hat sich Mappus Schnappus verhalten, als wir von ihm gefordert haben, einen Baustopp, einen Volksentscheid, das Geld einzusetzen für eine zukunftsfähige Bahn. Er hat zugeschnappt, so wie hier. Unser Appell ist ganz klar an Ministerpräsident Mappus, an diese Regierung. Schnappen Sie nicht weiter zu, beißen Sie nicht weiter die Argumente der Bürgerinnen und Bürger hier in Stuttgart weg, sondern bewegen Sie sich bei den Schlichtungsgesprächen. Stimmen Sie endlich einen Baustopp zu und einen Volksentscheid. Wir waren heute Morgen dort mit etlichen von euch auch auf der Straße, um Herrn Mappus 90.000 Unterschriften zu überreichen unter einem großen Appell von Chemweg aus den letzten 2 Wochen, die wir direkt am Tag, nachdem hier dieser unsägliche Polizeigewalt stattgefunden hat, gegen die tausenden Mutigen hier im Park, den wir direkt danach gestartet haben. 90.000 Menschen haben sich solidarisch mit euch erklärt und haben sich eben genau auch für einen Volksentscheid und einen Baustopp ausgesprochen. Wir bekommen die Unterstützung. Die Menschen, die solidarisieren sich mit euch, weil sie sehen, dass bundesweit die Mittel für den Nahverkehr, für den öffentlichen Verkehr, für die Bahn darunter leiden, wenn dieses Geld hier in das Milliardengrab Stuttgart 21 gestopft werden. Die nicht wollen, dass dieses Geld verpulvert wird, sondern die Bahn eine klimafreundliche Alternative zu Auto, zu Flugzeug wird. Wir sagen ganz klar, verprasst nicht dieses Geld, sondern investiert es da, wo es nötig ist. Und die 90.000 Menschen haben auch gesagt, sie wollen nicht, dass Schwarz-Gelb weiter eine Klientelpolitik fährt. Am einen Tag für die Atombosse, am nächsten Tag für die Privatversicherer, am dritten Tag für die Hoteliers und hier in Stuttgart daneben für Finanzhaie und Investoren. Eine solche Regierung, die ist angezählt und die wollen die Menschen nicht. Und die 90.000 Menschen, die sagen auch ganz klar, sie wollen nicht, dass in diesem Land wieder Usus wird, wie hier mit den friedlichen Demonstranten umgegangen wird. Wir wollen nicht wieder Bilder wie damals in Wackersdorf, wie bei der Stadtbahn West, wie in Kronte oder in Brockdorf. Das gehört nicht zu einer Demokratie. Wir wollen eine lebendige Bürgerdemokratie, wo die Menschen nicht mit Wasserwerfern weggeschossen werden, wenn sie gemeinsam auf die Straße gehen. Und deswegen auch die Forderung unter unserem Appell, Herr Innenminister Rech, treten Sie endlich zurück und ziehen Sie die Konsequenzen auf die Sonne. Auch gerade im Namen der 90.000 weiter viel Kraft zu wünschen. Haltet weiter durch, bleibt dran. Gemeinsam kriegen wir dieses Prestigeprojekt gestoppt. Wir bleiben bei euch, wir kämpfen mit euch weiter. Danke, bleibt oben!